Ada Lovelace, die erste Programmiererin der Welt. Ada Lovelace war eine bahnbrechende Mathematikerin und Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts, die als die erste Programmiererin der Welt bekannt ist. Geboren im Jahr 1815 als Ada Byron, war sie die Tochter des berühmten Dichters Lord Byron. Trotz ihrer aristokratischen Herkunft fand Ada ihre Leidenschaft in der Mathematik und der Analyse von Maschinen. Schon in jungen Jahren zeigte Ada ein außergewöhnliches Talent für Mathematik und Logik. Sie wurde von ihrem Mentor, dem Mathematiker Charles Babbage, inspiriert, der an der Entwicklung einer mechanischen Rechenmaschine namens Analytical Engine arbeitete. Ada erkannte das Potenzial dieser Maschine weit über einfache Berechnungen hinaus und schrieb bahnbrechende Notizen, die die Grundlagen für das moderne Konzept des Programmierens legten. In einem ihrer berühmten Zitate drückte Ada ihre Vision von der Analytical Engine aus. Die Analytical Engine hat keine Vorurteile über die Daten, die ihr präsentiert werden. Sie hat keine Ängste vor Neuheiten. Sie verfolgt keinen Geist der Zweifel und Fragen. Diese Worte zeigen ihre Vorstellungskraft und ihr Verständnis für die universellen Möglichkeiten von Computern. Ada Lovelace erkannte das Potenzial von Maschinen, komplexe Aufgaben auszuführen, die weit über einfache Berechnungen hinausgingen. Sie schrieb, dass die Analytical Engine Musik komponieren, Zeichnungen machen und Gedichte schreiben könnte. Ihre Vision von Computern als kreative Werkzeuge war weit über ihre Zeit hinaus fortschrittlich. Ein weiteres bemerkenswertes Zitat von Ada Lovelace ist: Die Zukunft kann nur durch präzises Verstehen der Vergangenheit verstanden werden, da wir die Gegenwart in erster Linie als Fortsetzung des Vergangenen betrachten müssen. Diese Worte unterstreichen ihre Anerkennung für die Bedeutung von Geschichte und Kontinuität in der Wissenschaft und Technologie. Trotz ihrer beeindruckenden Beiträge zur Informatik wurde Ada Lovelace zu Lebzeiten oft übersehen. Erst in den letzten Jahrzehnten wurde ihre Arbeit angemessen anerkannt und gewürdigt. Heute wird sie als Pionierin der Informatik gefeiert und der jährliche Ada Lovelace Day würdigt ihre Leistungen und inspiriert Frauen in der Wissenschaft und Technologie. Ada Lovelaces Erbe lebt in der heutigen digitalen Welt weiter, in der Millionen von Menschen auf der ganzen Welt von ihren Ideen und ihrer Vision profitieren. Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass Leidenschaft, Intelligenz und Vorstellungskraft keine Grenzen kennen und dass Frauen eine wichtige Rolle in der Gestaltung der Zukunft der Technologie spielen.